Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 5. So, hier geht's weiter. Jede Menge Leute hier abgeballert werden. Vor allem ich werde gerade abgeballert. Meine Güte, Kinders, lasst mich doch einfach nur mal zu dieser verdammten Mission fahren. Hört auf, mich zu nerven. Ich will einfach mal ein paar Story-Missionen machen, nicht den ganzen Scheiß hier nebenbei. Mann. Also es war in den anderen Teilen, glaube ich, nicht so schlimm. Ich meine, klar, die sind jetzt genervt, weil wir den Außenposten uns geholt haben, aber... Herrschaftszeiten, das kann doch nicht sein. Wenn ich Nebenzeug machen will, mache ich Nebenzeug. Jetzt will ich Hauptzeug machen. Also lass mich bitte Hauptzeug machen, Spiel. So, ich hoffe mir, jetzt kommen wir wenigstens mal an. Versuch Nummer 3 mittlerweile. So, fahrt doch einfach mal. Nachladen. Oh, ey! Es geht mir gerade echt auf den Sack. Meine Güte. Ist es denn zu viel verlangt, einfach mal zur nächsten Mission fahren zu dürfen? Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel Bliss, mit Bliss versetzten Dünger wie möglich in diesem Silo lagern. Das können wir, glaube ich, ja schon. Ich habe natürlich auch nichts zum Heilen. Wo ist denn der Scheißhund? Ja, und auch noch... Das ist doch nicht wahr! Das kann doch nicht sein! Oh. Das Spiel geht mir gerade echt extrem auf die Nerven. Hätte ich nicht gedacht. Aber so einfach vorankommen darfst du wohl hier nicht. Teddy, natürlich kommen jetzt auch nur Sektenspinner hier. So, bist du mal ein normales Auto? Du bist, glaube ich, ein normales Auto. Sehr gut. Halt. Ja. Geh mal bitte raus. Weißt du das? Ja, ist schon in Ordnung. Es gibt mir das Auto. So. Wie sieht's denn aus? Komme ich denn vielleicht jetzt ausnahmsweise mal dort an? So, vielleicht kann ich die ja mal in den Wald locken. Ja, schön. Das klappt echt super. Das klappt so unglaublich gut. Boah, lass mich doch einfach mal hier ein bisschen vorankommen spielen und werf mich die ganze Zeit einen Scheiß in den Weg. Also das war bei den anderen Teilen nicht so schlimm. Da konntest du wenigstens mal ein paar Meter fahren, ohne dass du direkt weggeballert wirst.
Na gut, schleichen kann ich mich ja eh sparen. Geh da mal weg. Klappe. So. Du kannst da auch mal runter. Ich glaube, die Physikeffekte haben sie ein bisschen übertrieben, habe ich so den Eindruck. Ja, schon. Aua, wo? Ja, ich würde gerne mal wissen, wo überhaupt jetzt hier die Leute herkommen, die mich beschießen. Da wäre noch jemand, der gerne mal weg kann. Na komm, geh mal drauf. Was haben wir jetzt sonst noch hier? Da wäre noch ein bisschen was. Ach schön, ihr habt euch dann mal hier wieder eingelebt. Das werden wir sehen. Ich wurde gezeichnet. Oh. Interessant. Was haben wir da noch? Sektbefehle. Brüder und Schwestern. Da wir diese Werkstatt nun besetzt haben, müssen wir uns umgehend unserer Verteidigung zuwenden. Die eine Hälfte von uns wird unsere Konvois aufpäppeln, während die andere Hälfte mit der Arbeit am Verkünder beginnt. Dieser spezialisierte Truck wird als starke Abschreckung für all jene dienen, die es dem Pfad entgegenstellen. Wenn wir eine Chance haben wollen, die Gläubigen vor dem Widerstand zu schützen, brauchen wir den Verkünder schnellstmöglich auf der Straße. Na gut. So, du hast ja noch was. Hallo? Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Achso, der will nur... Hilf und bliblablupsa. Da wäre ein Konvoi. Todeswunsch, genau. Da ist Merle. Und deshalb gibt's den Zusatz. Das ist nicht gut. Wir haben meinen Truck geklaut. Deputy, die haben sich mit dem Todeswunsch aus dem Staub gemacht. Das ist schlecht. Da ist ein M60 drauf. Wir müssen ihn zurückholen, bevor die Sekte anfängt, Schweizer Käse aus allem zu machen. Das Ding schluckt Benzin wie ich Bier. Mit etwas Glück müssen die Peggys bald nachtanken. Sieh mal bei der Golden Valley Tankstelle nach. Das ist die nächste. Du kommst aber nicht mit, oder wie? Na, scheinbar nicht. Hoffentlich bist du für diese Gegend hier gut vorbereitet. Die wäre da unten. Achso, da waren wir ja gerade erst. Kann ich mir theoretisch hin teleportieren, oder? Nicht verfügbar, okay. Dann gehe ich mir gerade mal den Wagen hier holen. Okay, der lässt sich aber gerade was fahren, merke ich. Das ist schön.
So, dann schauen wir mal. Dann wieder zurück. Ja, ja, Konvoi und so. Der ist aber viel zu gut. Fuck, das kann ich knicken. Nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring ihn zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Ja. Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann trabt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Fair.
der Vernichtung weihen. Schließ keinen Vertrag mit ihnen. Und zeig kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Na dann, danke. Na, das hat sich gelohnt. Kann ich da vielleicht mal irgendwie außen rum? Bitte bleib in Deckung, danke. Oh, guck mal, eine Reißleine. Das wäre doch vielleicht was. Juhu! Toll, das hat sich gelohnt. Ich doch mal hier die Leute in Ruhe exekutieren. Mann, hier ist wieder viel zu viel los. Mir fehlt ein bisschen die Ruhe, um mich hier zu konzentrieren. So, wir sind es noch zwei oder drei. Der ist von uns, der nicht. Okay, ihr seid auch feindlich und ich treffe hier leider nichts. Werden auch echt immer mehr, wie es scheint. Ich komme hier leider echt nicht voran. Ich habe irgendwie das Gefühl, der schießt nicht wirklich dahin, wo ich ziele. Ah, zwei. Na, guck mal, so. So sollte es ja eigentlich sein. Der wäre weg. Wie viele sind es denn noch? Du bist irgendwie von uns? John hat eine Kollegin. Dann gebt mir mal bitte euer Zeug. Okay, Versammlungsaufruf. Für einen Augenblick wehnte unsere gesegnete Flagge über dem ganzen Land hier. Wir füllten diese Ecke der Welt mit Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir haben den Lügen und der Tyrannei dieser Unterdrücker ein Ende gesetzt. Aber die Koalition der unwissenden Seelen verabscheut uns und wir werden nicht aufhören. Obwohl der Kollaps immer näher rückt, setzen uns die Ungläubigen weiter zu. Sie werden die Unschuldigen unter uns erschlagen
um unser Vorhaben aufzuhalten. Seid unser Schild. Tut alles, was ihr könnt, um uns vor ihnen zu schützen. Hm. Alten Feiglinge. Ja. So, dann möchtest du mal aufstehen? Danke. Dann komm. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Hm. Da oben ist sogar Merle. Alles klar. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.